Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe was von Snackby bekommen. Ich hatte ja schon mal dieses Mono-Headset. Das bin ich teilweise zum Testen gekommen, aber noch nicht richtig, weil es ist einfach die Zeit nicht da zum Zocken. Wenn ich zocke, mache ich es meistens abends im Livestream und da konnte ich es noch nicht wirklich testen. Und ich hatte ja gesagt, dass mich das stört, nur mit ihm. Dass ich damit echt schlechte Erfahrungen bei Freunden und ich hatte früher auch mal so ein Ding, bevor ich aufgenommen habe, also Game-Videos gemacht habe, hatte ich auch so ein Ding. Und das ist echt nervig, das ist nicht schön. Und da hat Snakeby gefragt, ob ich denn nicht noch normales Headset, Gaming-Headset zeigen wollen würde. Und er hat gesagt, naja, wenn ich schon so ein zeige, dann, naja, klar, warum nicht ein ganzes, auch noch ein vollständiges Headset zeigen. Das ist dieses hier. Das ist gelb, das ist in 7.1. Und, also 7.1, the Virtual Surround Sound. Bass Boost und direkt Mikrofon. 5 Jahre Garantie haben wir hier oben drauf. Ja, das ist halt immer diese komischen Wackelaufkleber. Das ist immer echt scheiße zu zeigen. Das ist für PC. Vor PC. Hier unten steht's. Das werden wir jetzt erstmal auspacken. Und dann nachher auch noch ein Hardware-Video dazu machen. Uns die Hardware mal genauer angucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier auspacken am besten. Nicht, dass ich wieder den halben Karton zerstöre. Und das Ding ist immer noch hier ausgepackt. Oh, naja, hier geht es gleich mit ab. Also die Klebedinger sind echt stabil. Da geht eher die Pappe ab als die Klebedinger. So. Oh, innen drin ist auch schwarz. Finde ich sehr gut. Es gibt es auch leider nur in gelb, schwarz. Ich habe es leider in keiner anderen Farbe gesehen. So. Hier unten haben wir noch was drin. Ich packe mal den Karton hier hinten hin, dass wir uns das angucken können. Also wir haben jetzt hier nur das Headset drin. Das gucken wir uns gleich im Hardware-Video auch genauer an. Oh, ich habe gerade was Positives gesehen. Das muss ich euch dann im Hardware-Video zeigen. Dann haben wir hier Attention. Ja, haben wir eine 0800 Nummer, also eine gratis Rückrufnummer. News, Giveaway, Downloads, Support, Snakeby. Und dann stehen halt die Facebook-Seite, der Twitter-Kanal, Instagram, die Webseite und YouTube da. Die werde ich euch mal in die Videobeschreibung verlinken, alle. Und dann haben wir hier noch in User Manual. Ja, das ist eigentlich, ja, das Einzige, was da steht, ist halt über das Steuerelement, was man dran hat mit laut leise. Mehr steht da nicht drin. Auch sehr klein geschrieben, also ich habe jetzt gerade keine Lesebrille bei. Braucht man auch nicht. Ist USB. Einstecken geht. So. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal für das Unboxing. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir, also anschließen werde ich es jetzt nicht, weil das ist einfach nur USB rein und es läuft. Wir werden uns erstmal nur die Hardware angucken, die Farbe angucken, wie die Verarbeitung ist und dann werde ich es ein bisschen testen und dann kann ich euch demnächst da ein bisschen mehr dazu sagen. Dann kommt ja noch der Hardware-Check logischerweise, aber erst nach der Testzeit. So, dann bis gleich zum Hardware-Video. Ahoi, sagt euer Odin.